weiterer Tag im Paradies Koh Chang und heute steht was ganz Besonderes auf dem Plan, denn endlich wird es Zeit, mal Koh Chang selbst zu erkunden. Wir haben nämlich bis jetzt nur die umliegenden Inseln entdeckt. Heute dachten wir uns mal, wir schnappen uns einen Roller und fahren über die Insel und zeigen euch die Top-Highlights. Wir sind jetzt am ersten Stop unserer heutigen Tour angekommen und zwar haben wir das schon vom Wasser aus gesehen. Es gibt hier ein verlassenes Hotel, wo Part des Hotels ein großes altes Kreuzfahrtschiff ist und wir sind jetzt hier gerade angekommen, aber anscheinend kommen wir nicht rein. Hier ist so ein Schild, dass 3000 Baht wird man gefeind, wenn man reingeht. Aber mal schauen, wir können ja mal die Drohne steigen lassen. Die Rechnung ist auf jeden Fall nicht aufgegangen, denn als wir die Drohne geflogen haben, kam dann gleich einer angedöst, auch ein Roller, dass wir sofort die Drohne wegmachen sollen. Das Ganze ist nämlich ein Abandoned, also ein verlassenes Resort, wo keiner mehr so richtig hinkommt und es gibt diverse Stories über dieses Hotel. Und zwar war dieses Kreuzfahrtschiff wirklich mal tätig, also es war auf dem Wasser unterwegs und wegen eines Lochs wurde das dann quasi hier an Land gebracht und zu dem 3-Sterne-Hotel ummodelliert. Keiner weiß so richtig, warum das jetzt so verlassen ist. Es gibt zwei Seiten der Geschichte, die alle so ein bisschen umstritten sind. Also das offizielle Statement ist, dass der Besitzer dieses Hotels einfach kein Geld mehr hatte und die ganze Buchhaltung nicht auf die Reihe gekriegt hat und deswegen das Ganze geschlossen wurde. Allerdings gibt es verschiedene Unfälle mit Todesfolge, die in diesem Hotel passiert sind. Es wird auch passiert sein sollen. Ja, genau. Es wird auch so das Geisterschiff genannt. Also ja, es gibt Ghost Ship Stories und die Locals wissen darüber auch nichts oder wollen nichts so richtig erzählen. Es ist alles ein bisschen mysteriös. Super schade, dass wir jetzt nicht reinkommen, aber wenigstens haben wir die eine Aufnahme. Nach dieser etwas mysteriösen Erfahrung geht es jetzt erstmal weiter. Unser nächster Stop ist eigentlich super nah von hier, aber man kommt da nicht so richtig hin von hier, weil die Straße hier quasi endet und wir müssen jetzt einmal komplett rum um die Insel. Nach der Hälfte des Weges sind wir jetzt hier am Viewpoint des White Sand Beaches angekommen und schaut mal im Hintergrund, wie wunderschön das aussieht. Ich finde es auch mal richtig krass. Hier ist echt mega Viewpoint. Auf jeden Fall ein Stop wert. Nach einer knappen Dreiviertelstunde Fahrt sind wir jetzt hier in einem verlassenen Pier angekommen. Das Coole an der Insel ist echt, obwohl es eine der größten Inseln im Golf von Thailand ist, braucht man eigentlich nicht mal ein Navigationssystem, weil es echt nur die eine Straße drumherum gibt. Der Pier muss früher mal ein Teil des Hafens gewesen sein und ist jetzt auf jeden Fall total verlassen. Und hier liegen auch ganz viele alte Bootswracks rum, also ist echt verrückt. Kleiner Fun Fact, Koh Chang heißt übersetzt Elefanteninsel, weil sie sagen, dass der Umriss der Insel aussieht wie ein Elefantenkopf. Wir konnten ihn nicht so richtig erkennen, aber finden es trotzdem ganz lustig. Also Chang heißt Elefant, wie dann quasi auch das Bier. We'll be right back.
Koh Chang ist wirklich das absolute Palmparadies. Wenn man hier einmal die Hauptstraße verlässt und quasi in die abgelegenen kleinen Seitenstraßen geht, dann ist man im absoluten Paradies. Es sind überall Palmen, es ist unberührtes Land, menschenlos. Nachdem wir jetzt schon einiges von der Insel heute gesehen haben, brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein kleines Lunch und was zu trinken. Lara hat sich eine Nudelsuppe besorgt und ich habe mir ein Sandwich besorgt. Und das Ganze hat ungefähr 2 Euro gekostet. Jetzt gibt es ganz noch was zu essen. Lunch war ganz schön spicy, aber ich glaube, dass sich unser Schärfe-Level in Thailand vervielfacht hat, deswegen es ging. Und es ist momentan richtig, richtig heiß, denn wir haben erfahren, dass April eigentlich so, also März, April, ist ungefähr die heißeste Zeit. Da sind wir kurz vor der Rainy Season, deswegen ist das ganze Land total aufgehitzt und wir stehen quasi kurz davor, dass wieder die Rainy Season anfängt. Die Besitzerin von unserer Unterkunft hat gesagt, dass eigentlich die beste Reisezeit für Koh Chang im November bis Februar ist, also gerade die Regenzeit vorbei. Da ist dann alles schön grün, die ganzen Wälder sind aufgeblüht von der Regenzeit und dann ist es die angenehmste Temperatur. Allerdings gibt es noch mal so einen Peak im April durch Songkran, was ja das Neujahr ist von den Thailändern, dass hier nochmal so eine kleine Peak-Season ist. Und deswegen kann man das also ganz schön lange hier besuchen. Und das Interessante dabei ist, dass sich dadurch Koh Chang und die ganzen Inseln quasi mit Koh Samui und Koh Phangan abwechseln, was die Regenzeit angeht. Heißt, man könnte super gut verbinden, ne? Ab April nach Koh Phangan, Koh Samui zu gehen und davor eben hier in Koh Chang, Koh Kot vorbeizuschauen. An unserem perfekten Tag in Koh Chang darf natürlich auch kein Strand fehlen. Gerade eben haben wir noch von oben gesehen, jetzt sind wir hier am White Sand Beach und ich muss sagen, es ist wirklich einer der schönsten Strände, die wir bisher in Thailand gesehen haben, oder? Was sagst du? Aber jetzt will ich erstmal da rein. Zurück aus dem Wasser. Leider war es nicht so ganz erfrischend, wie wir uns erhofft haben. Da es bestimmt, was meinst du, so 26, 27 Grad warm war. Also das haben wir hier in Thailand auch noch nicht erlebt. Aber trotzdem ein wunderschöner Strand. Ein weiteres Highlight, was auf keinen Fall verpasst werden sollte, wenn man auf Koh Chang ist, ist das Bang Bao Fishing Village. Es ist so ein Floating Village mit kleinen Shops und mit Restaurants auf einem Pier. Und bei High Tide steht das Ganze quasi unter Wasser und nur auf Stelzen. Aber jetzt ist, glaube ich, Low Tide, aber wir checken es trotzdem mal aus. Man kann hier wirklich alles bekommen, von Souvenirs über Kleidung, über Essen, also es ist wirklich total vielfältig. Man kann hier sogar auch essen gehen und man kann sogar hier wohnen. Es gibt so Wasserbungalows und kleine, ich will es gar nicht Resort nennen, aber kleine Bungalows eben auf dem Wasser, wo man auch übernachten kann. Das wäre natürlich was ganz, ganz Besonderes, aber es ist echt ein cooler Vibe und man sollte es auf keinen Fall verpassen.
Unterkunft. Nach einem sehr ereignisreichen Tag haben wir noch ein wichtiges To-Do, denn morgen geht es für uns zur nächsten Insel. Es geht nach Koh Kut. Wir sind super, super gespannt, was uns da erwartet. Deswegen müssen wir uns jetzt auch einmal schnell um unseren Transport dahin kümmern. Haben ein bisschen verschlafen, last minute, aber morgen soll es losgehen. So, alles geregelt. Unsere Rezeption hier bei unserer Unterkunft hat uns super geholfen. Es war echt klasse. Und das Ganze gibt es momentan nur eine Option. Man kann nämlich mit einem Holzboot, wir wissen noch ganz genau, wie das aussehen wird, aber mit einem Holzboot kann man momentan nach Koh Kut. Das ist die einzige Möglichkeit. Es gibt momentan kein Speedboot. Wir hoffen, dass sich das bald wieder ändert, weil es natürlich auch die Fahrt sehr viel verkürzen wird. Aber morgen um 8.30 Uhr werden wir abgeholt, von unserer Unterkunft zum Hafen gebracht und dann wird es in einem Holzboot, geht es dann, ich glaube, ungefähr 3 Stunden nach Koh Kut und wir haben dafür jetzt 700 Baht pro Person gezahlt, was ungefähr 18 Euro sind. Also nicht günstig, aber hoffentlich wird es so. Das wird, glaube ich, mega. Wir haben jetzt den Scooter abgegeben, weil es für uns morgen ja weitergeht und wir werden jetzt den Abend beenden mit einem Essen am Sunset. Auf Koh Chang gibt es die schönsten Sunsets und wir können da auf jeden Fall empfehlen, zum Lonely Beach zu gehen. Da gibt es ganz viele kleine Bars und Restaurants und der Sunset ist wirklich schön. Da wir jetzt aber noch zu Fuß unterwegs sind, werden wir einfach bei uns in der Unterkunft in der Nähe gehen. Und wir hoffen natürlich, dass euch der Vlog hier gefallen hat und kommt alle nach Koh Chang. Das ist eine traumhaft schöne Insel mit so viel zu entdecken. Und wenn euch das gefallen hat, dann klickt gerne auf Subscriben und folgt uns auch auf Instagram.